Ich werde heute zum ersten Mal Auto fahren und das Ganze auf dem Verkehrsübungsplatz in Mettmann. Und natürlich habe ich dafür das perfekte Einsteigerauto. Ein 20 Jahre alter Golf 4 mit 135.000 Kilometern auf dem Tacho. Jeder Fahranfänger braucht natürlich auch einen passenden Fahrlehrer. Deswegen ist hier... Oh mein Gott! Oh, ist das Arsch! Oh shit! Ja, Bro, also ich sag dir ehrlich, ich bin nicht so gut im Erklären, aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Ich freue mich super! Fangen wir an, Bro. Ja. Also, das Erste, was du machen musst. Ja? Okay. Guck mal, das Allerwichtigste. Das Wichtigste. Anschnallen. So, jetzt das Nächste. Jetzt würde man meinen, okay, direkt Motor starten. Falsch schon mal. Okay, sorry. So, was würdest du jetzt machen? Das hier? Nein, noch nicht Handbremse. Ach so, okay. Als erstes erstmal Spiegel einstellen. Wir haben jetzt ein Problem, hier ist der Spiegelknopf ist hier leider abgebrochen. Der ist hier. Ich sag mal, die Scheiben hier an den Seiten können wir jetzt nicht einstellen, weil da ist der Knopf hier abgebrochen. Wir stellen uns einfach vor, du wirst das machen gerade. Aber den Rückspiegel kannst du noch einstellen. Ah, den hier? Ja. Ja, der ist... Also, muss ich so machen, dass ich hinter mir alles sehe, ne? Ja, also jetzt nicht auf der Rückbank, Digga, schon hinterm Auto vom Ding. Cool. Oder ich sehe dich gerade. Ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig ist. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles. Ja. Dann kannst du jetzt das Auto einmal anmachen. Das ist der Startknopf. Bruder, wir sitzen in einem Golf 4, Bro. Er denkt, hier gibt's Startknopf, Bro, mit Keyless oder was? Digga, du musst den Schlüssel da reinstecken. Ja, Digga, ich habe keinen Schlüssel. Natürlich, den hat Tim dir gegeben. So, jetzt erstmal. Ja, okay, aufgeregt, ja. Es ist dein allererstes Mal? Ja. Okay, jetzt erstmal ist immer so ein bisschen weird. Digga, als würden wir gerade im Autokino sitzen und gleich rummachen, Alter, ist das scheiße. Pass auf, du musst jetzt die Zündung anmachen. Dafür musst du, weißt du, was Kupplung und was Bremse und was Gas ist? Also links ist Kupplung. Links ist Kupplung. Mitte ist Bremse. Recht, mitte ist Bremse und rechts ist Gas. Okay, mach. Du benutzt den linken Fuß nur für die Kupplung. Warum? Macht man so. Okay. Mit dem rechten Fuß machst du Gas und Bremse. Du switchst immer so hin und her. Ja. Und mit dem linken Fuß machst du wirklich nur die Kupplung. Okay. Okay. Was du jetzt machst, ist Kupplung. Nee, ich bin vor weit weg. Kupplung und Bremse drücken. Kupplung. Durch. Beides! Ja? Ich muss näher ran, ich komme nicht ganz durch. Boah, ich sehe schon die ganzen Almans, die so jetzt gleich sagen, wie scheiße ich fahre und wie scheiße ich erkläre. Aber egal. Okay, ich drück beides. Wow, wie weit ich drücken muss! Ja, dann rutsch noch ein Stück ran. Du bist, sitzt noch zu weit hinten. Ach so. Ist das eine Lücke? Ja. Jetzt nicht mehr. Was du jetzt machst, ist Kupplung. Nee, ich bin vorwärts weg. Ich Kupplung und Bremse drücken. So, und jetzt lässt du das. Also, drückst du einfach. Ne, wieso? Also, du ziehst einfach. Also, du drehst es halt einfach. Boah, keine Ahnung, Mann. Dreh was einfach das Auto an, Digga. Willst du mich verarschen? Ja, Digga, keine Ahnung. Mach einfach das Auto an, Bro. Ach so. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt ist das Auto an. Ja, ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky und das ist ein bisschen Übung, die du brauchst. Ja. Aber du musst das Auto jetzt quasi kommen lassen. Okay. Also, beziehungsweise die Kupplung. Beziehungsweise die Kupplung. Das heißt, du lässt jetzt quasi langsam die Kupplung, also deinen linken Fuß, locker, bis so ein Punkt kommt, den nennt man den Schleifpunkt. Das merkst du dann. G-Punkt, ne? Der G-Punkt, ja. Das, der Schleifpunkt, den musst du so kommen lassen. Und währenddessen machst du so langsam, gibst du langsam Gas. Achso, muss ich das heißt, Fuß von Bremse machen? Du kannst jetzt langsam Fuß von der Bremse machen, ja. Wir werden dann langsam losrollen. Und jetzt. Oh Gott, drück mal nochmal die Bremse auf. Holy shit, Alter. Ich kann das nicht. Okay, okay. Also pass auf, du lässt jetzt langsam, langsam die Kupplung kommen. Also den linken Fuß nimmst du langsam ein Stück runter. Ja. Und währenddessen parallel drückst du ein bisschen aufs Gas. Ganz aber langsam. Aber wenn ich von der Bremse runtergehe, räumen wir. Genau, wir wollen ja losfahren vom Ding, oder? Ich gehe jetzt von der Kupplung langsam runter. Ja. Gehe von der Bremse weg, gehe auf Gas langsam. Und du machst quasi so diesen. Checkst du? Okay. Ganz vorsichtig, Gas und Ballern. Oh mein Gott, okay, okay. I'm trying, okay? Aber ich versuche. Ja, ja, das ist okay, ich lasse hier kommen. Fahr da vorne nicht in diesen... Mehr Kupplung kommen lassen. Okay, du hast die Kupplung zu wenig kommen lassen. Du hast jetzt einfach ins leere Gas gegeben. Kann ich das Auto kaputt machen? Geht das? Ich glaube nicht, nee. Okay. Außerdem bist du reich. Du hast iPhone 15, Bro. Du bist hella rich. Okay, sorry. Dein iPhone kostet mehr als dieses Auto, Bro. Okay, okay, ich lasse noch mehr kommen. Ja. Ich drücke eigentlich... Okay, ich jetzt... Mach ganz wenig Gas. Ja, ja, ja! Okay, boah, ja! Ah, Scheiße, Bruder, wohin? Okay, okay, lenk ein. Oh mein Gott, shit! Ja, okay, okay. Okay, okay. Mehr die Kupplung kommen lassen. Mehr die Kupplung kommen lassen. Wenn es einmal ist, kannst du die Kupplung komplett weglassen. Okay, okay. Oh mein Gott, shit! Okay, wohin, Bruder? Okay, ja, du was hast Gas geben, sonst rückt der Wagen ab. Achso, okay, okay. Okay, okay, okay. Was jetzt? Okay, okay, wir fahren mal da rechts lang. Okay, gerade, fahr mal geradeaus. Okay, okay, okay. So, jetzt fahren wir gerade drüber. Okay. Ist ja noch grün, deswegen. Ja, ist grün, wir haben grün, genau. Okay. So, fahren wir gerade drüber. Jetzt einmal links einbiegen. Muss ich blinken?
Ja, musst du. Wie blinkt man? Erkläre ich dir später. Fahr erst mal links. Fahr nicht hier gegen die... Oh, war knapp. Hier darfst du nicht, Okay, fahr einfach. Oh mein Gott. Bruder, voll eng hier. Oh mein Gott. Bro, ist das stressig. Krank. Jetzt musst du einmal anhalten, wir haben rot. So, vorne am weißen. So, und einmal Kupplung und Bremsrücken. Und der Wagen ist abgewürgt. Perfekt. Ja. Lava, du musst den Wagen neu starten jetzt. Nein. Ich schwöre. Okay. Kupplung kommen lassen. Und oh mein Gott. Okay, rechts abbiegen. Oh mein Gott, sorry. Was Bro, ich dachte, wir hatten gerade einen Kickdown oder so. Bro, chipper. Wir fahren übers Gras, dort. Oh mein Gott. Okay, fahr mal kurz hier rechts ran. Ja. Wir halten jetzt erstmal an hier. Oh, so, jetzt Kupplung und Bremse drücken. Okay, linken Fuß durchdrücken und dann die Bremse. Genau. Das war gut? Ja, das war gut. Du hast den Wagen nicht abgewürgt. Das muss halt in der Praxis muss es ein bisschen schneller passieren, weil sonst wärst du dem Typen vor dir reingefahren. Ach so, okay. Aber muss man das immer beim Bremsen immer mit Kupplung? Immer mit Kupplung, korrekt. Ja. Sehr wichtig. Ja, geil. Läuft. Ja. Also du bist schon mal mit ersten Gang gefahren, du hast das Auto einmal ausgemacht und du bist sogar angefahren in der Steigung. Das ist krass. Okay, es läuft auf jeden Fall schon mal gut, Bro. Wir werden jetzt in den zweiten Gang schalten, wie wir fahren. Dann kannst du ein bisschen schneller fahren. Dann darfst du aber nicht zu langsam fahren, sonst hörst du so ein ungefähr. Dann weißt du, okay, fuck man, ich fahr zu langsam. Ja. Das war schon sehr gut. Gut. Okay. Jetzt versuch ich's. Jetzt fahren wir einmal hier. Okay. Kupplung drücken, Gas runter, links runden. Und jetzt beschleunigen und langsam die Kupplung kommen lassen. Ja, und wir sind im Let's go! Okay, jetzt am besten nirgendwo reinfahren. Ja, okay. Wir fahren dieselbe Runde nochmal, nur du schaltest jetzt in den dritten. Der dritte ist oben in die Mitte einfach. Du musst quasi nur Kupplung drücken. Von ganz runter, Kupplung durch, zack, nach oben, Mitte, zack. Wallah, und dann ich mach so. Ja, und du bist im Wallah! Let's go! Bruder, jetzt, und wir haben auch grün. Ich fühl mich zu schnell, Bruder. Okay, jetzt bremsen. Bremsen, Kupplung bremsen und in den zweiten. Okay, so viel nicht. Aber du hättest jetzt quasi hier für die Kurve willst du eigentlich im zweiten machen. Was Digga, aber wirklich schon gut. No, danke, danke. Es läuft. Schön. Mhm. Sehr gut. Jetzt kommt eine Kurve jetzt. Im dritten? In den zweiten schalten. Bruder, ich hab ihn nicht. Oh mein Gott! Bro, what the fuck? Oh mein Gott! Digga, ja. Schön, Junge, stressig! Junge, Leben an mir vorbeiziehen sehen. Oh mein Gott! I'm sorry, Digga, was soll ich machen? Oh mein hey, Junge, Gott! Wir machen dieselbe Tour nochmal, okay. Aber ein bisschen früher in den zweiten switchen, okay? Ich will ihn nur Maxi, ganz vorausschauen fahren. Du musst in die Zukunft gucken. Digga, Alter, ist das anstrengend. So, jetzt schalt mal hoch in dritten. Schön, jetzt beschleunigen. Beschleunigen. Okay. Merkst du schon, jetzt hat die mehr Power, die Maschine. Jetzt kommt eine Kurve, jetzt wieder einen zweiten zurück. Links unten, Kupplung, links unten. Langsam kommen lassen, blinken und links abbiegen. Digga, sehr gut. Sehr gut. Okay. So, jetzt fahren wir wieder in den Kreisverkehr links. Ja. Du nimmst aber den Kreisverkehr diesmal normal mit. Okay, bin ein echter Fahrer. So, beim Reinfahren brauchst du keinen Blinker machen. Du willst nur beim Rausfahren. Jetzt willst du rausfahren und du fährst hier über die Spur. Was zum Fick? Rechts, schon Spur halten. Boah, Digga. So, und gerade drüber. Okay, aber jetzt auch alles beachten. Auch grüne Ampel, rote Ampel. Okay. So, jetzt links abbiegen. Stopp! Was hast du übersehen? Ach, Digga. Oh mein Gott. Und die Karre abgewürgt. Ach, Digga. Was hast du übersehen? Vergiss auch und die Karre nochmal abgewürgt. Stark. Wir haben hier ein Vorfahrtszeichen, ein rotes Dreieck. Was bedeutet das? Ich muss warten, bis Bree vorbeifährt. Du musst Bree gucken, kommt. Ob da jemand kommt von der Hauptstraße. Hey, Digga. So, kommt da jemand? Digga, wir sind alleine auf dem Platz. Maxi, kommt da jemand? Da kommt niemand. Kommt da jemand? Darf da überhaupt jemand kommen? Weiß ich nicht genau, ich glaube das nicht. Das ist doch Einbahnstraße, oder? Lieber mal einmal mehr gucken, als einmal zu wenig. Rechts kommt nichts, links kommt nichts und wieder erster Gang und weiter. Ach, ich muss noch anmachen nochmal. Ja, also normalerweise wirkt man da jetzt nicht die Karre ab, aber in dem Fall schon, ja. So, und nach links. Okay. Ja, die Karre ist wieder tot, dann kannst du noch einmal direkt neu starten. Passiert auf Dampf, ne, Baumfinger? Ja, erstmal. Da muss jeder durch. Boah, Digga, der Motor ist richtig am Leiden, einfach. Der heult richtig. Okay, nochmal. Du musst Kevin, bisschen, ich kann nicht mehr, Digga. Du musst, ein bisschen mehr Gas geben gerade. Du lässt ein bisschen zu sehr die Kupplung kommen. Wir sterben gleich, Digga. Nein, tun wir nicht. Da ist Abgrund. Bruder, nein, das ist alles gut. Das ich reicht. Durchfahrer, Digga. Was passiert dann? Sterben dann, wir? Nein, wir sterben nicht. Das ist eine große Leitflagge. Maxi, ich finde, du bist wirklich der allmannigste Allmann, den ich kenne. Wir können nicht Walla sagen, Bro. Das ist so viel. Okay, also Kupplung langsam kommen lassen, mehr Gas geben. Schön. Oh,
mein Gott! Oh mein Gott, die Karre wird so gefickt. Es tut mir so leid. Du musst ein bisschen mehr Gas geben, Bro. Echt jetzt? Du lässt die Kupplung... Okay. Aber kannst, also ist doch an, ne? Du kannst ruhig schon ein bisschen früher Gas geben, als die Kupplung kommt. Okay. So, hier ist eine Kurve, hier müsstest du jetzt keinen Blinker machen eigentlich. So. Und... Ja, ich muss wieder stoppen. Schön, schön, das war der Test. Da steht aber auch Stoppschild. Da steht Stopp, genau. Also hier sind zwei Schilder. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Ich weine gleich. Nein, alles gut, Bruder, das passiert. Hey, komm, hol dich mal kurz umarmen. Ja, Mann, danke. Komm, einfach mal vom Fahrlehrer umarmt werden. Gas, 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 Gas. Weiter Gas, 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 Gas. Weiter Gas, weiter. Warum lässt du Gas los? Digga, ich hab voll schon Gas. Digga, ich drück doch voll durch, Mann! Digga! Mehr Gas, schön, schön. Ja, 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 ist okay. Jetzt nicht entgegenfahren. So, ja. Wir fahren erstmal um die Kurve. Wir sind wieder drin! Wir sind wieder drin, wir fahren wieder nach einer kleinen Downside. Stopp, du hast rot! Digga, oh, hallo! Oh, hab ich dich du gesehen. Hast rot, du bist sorry, in der roten Digga, gefahren. Ich wollte dich nochmal anfahren, Digga. Ich... Stopp, du hast... Hallo, Digga, Vorfahrt beachten! So, das ist keine Vorfahrt. Alter, da, guck mal, Dings! Digga, 10 km/h sagen sie, wo denn hier, wo? Du hast zwei Sachen disrespected. Ja, okay. Wir fahren gerade durch und du biegst nicht die letzte ab, sondern die vorletzte. Ja, okay, wie war dein Tag eigentlich bis jetzt? Mein Tag war super, Bro, wenn du jetzt hier nicht in die rechte Kante reinfährst. So. Falsch! Schon mal falsch! Hier darf ich gar nicht reinfahren? Hier ist ein Verbotsschild! Genau, Digga. Hier darfst du mich reinfahren! So, jetzt einmal vorfahren. Jetzt muss ich hier stoppen. Genau. Oh, und das schön smooth, damit du auch nicht so dieses Rupsen so, und? Jo, das war mega smooth, holy shit! Beim Stoppschild sehr wichtig, der Wagen muss bei einem Stoppschild kurz auf 0 km/h sein. Das macht in der Realität legit keiner, aber das muss so sein eigentlich. Das heißt, jetzt neu anfahren. Kurz gucken, ob was abgeht hier. Geht hier was ab gerade? Kommt da was? Es ist immer noch niemand da. Wieder ersten Gang rein und anfahren. Niemand kommt links, niemand kommt rechts, du kannst fahren. Kupplung langsam kommen lassen und Gas geben. Schön, schön, schön. Oh, ja. Ja, ja gut. War jetzt nicht so geil, ne? Merkst du selber. So, wir fahren jetzt einmal hier in diese Einbahnstraße rein oder in diese Sackgasse. Ja. Du hältst da kurz an und dann fahren wir rückwärts wieder raus. Okay. Das ist die nächste Lektion. Okay. Rückwärts fahren. Aber erstmal fahren wir danach geradeaus nach da vorne. Bisschen weniger die Kupplung. Nee, bisschen weniger die Kupplung, Bro. Du bist das zu viel. Gas geben, Gas. Kupplung, 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 Kupplung. Weniger Kupplung. Weniger Kupplung. Weniger Kupplung. Nicht komplett Kupplung loslassen, Mann. Holy shit. Okay, sorry, nochmal. Schön, schön. Und jetzt stoppen. Ja, okay. Ja. Wir sind noch drin. Ist okay, ist okay. Also hier riecht es wirklich nach, der Motor leidet gerade. Ja, okay. Aber ist nicht schlimm. Wir üben jetzt rückwärts fahren. Knüppel reindrücken, dann nach ganz links und dann hoch. So, jetzt ist das gleiche wie mit dem nach vorne fahren, nur dass wir rückwärts fahren. Wenn ich Gas gebe, fahre ich rückwärts. Ja, genau. So, du kannst jetzt quasi so, du kannst nach hinten gucken. Du kannst auch den Faller-Move machen und kannst dann hier quasi bei dem so den hier machen. Leider nicht bei dem, nicht bei meinem. Bro, what the fuck, bei meinem? Bist du dumm? Ach, der hier ist das. Ja, ja, genau der. Und okay. Jetzt wieder Kupplung langsam kommen lassen. Selbe Spiel. Ich gehe runter. Lass Kupplung langsam kommen. Ja, ja. Schön, schön. Schön. Oh, wir sind sehr schnell, okay. Bruder. Schön. Ja, wir rollen. Bruder, ich sehe fast gar nichts. Oh Gott. Okay, okay, okay. Und anhalten einmal. Smooth! Nee? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Okay, jetzt fahren wir wieder vorwärts. Wir fahren den Kreisverkehr einmal und dann fahren wir hier rechts raus. Fahr erstmal im Kreis. Okay. Fahr erstmal im Kreis. Ganze Zeit im Kreis, ganze Zeit im Kreis fahren. Okay, wir fahren. Und halt die Spur ein. Sehr wichtig. So, schön. Jetzt nice. Sehr gut angefangen. Sehr gut. Wir sind angefangen. Wieder drin. Okay, jetzt fahr einfach erstmal eine Runde im Kreis. Du willst jetzt. Schau erstmal den zweiten an. Jetzt schon? Ja, ja. Okay. Okay, weiterfahren, jetzt. Weiterfahren. Okay, und jetzt? Und direkt weiter geht's. Schön, schön, schön. Ja, okay, okay. wir sind drin. Jetzt willst du in die äußere Spur, da musst du einmal blinken. Schnell, okay, wir wollen jetzt hier rechts raus. Ja, hier rechts. Das heißt, du blinkst und fährst hier rechts raus. Boah, wundervoll. Ja, ich hab's wieder wundervoll. Drauf. Ich hab's wieder so, drauf. Wir fahren nach links. Und jetzt in den dritten. Und wir fahren gerade durch. Wir ballern jetzt. In den dritten und Vollgas. Ja doch, Meister. Ein bisschen Gas geben, sagt er. Ja. Zack, zack, zack. Und dann. Wir hätten jetzt ballern. Schön. Hört sich nicht ganz richtig an. Doch, ist gut. Fahr auch ruhig mal kurz über Rot rüber. Ja, okay, klar. So, jetzt in zweiten. In zweiten, in zweiten, in zweiten, in zweiten und nach links. Bisschen bremsen auch. Oh,
Oh, die Karre ist am Leiden, Digga. Puh. Das ist nicht schlimm, aber gut, war ein guter Run, war ein guter Run. Bist du in den vierten gegangen? Du bist im, ja, du warst im vierten, Bro. Yo, yo. War gut? Der war richtig solid. Danke, direkt danke. Den zweiten. Du willst wirklich den ersten Gang nur zum Anfang benutzen, Bro. Direkt den zweiten. Digga, du tust immer so, als würdest du so LKW fahren, Bro. Wie rupst du hier diesen Gang rein? Bro, ich weiß doch nicht, wie doll ich hier drücken muss. Langsam gucken, komm, lass uns Gas geben wieder. Wir sind im Spiel, wir Bro, sind, das war smooth. Let's go! Das war smooth, das war smooth. Okay, schön. Wir fahren dieselbe Runde nochmal. Ja! Selbe Runde nochmal. So, okay, jetzt langsam bremsen. Ich will jetzt nicht ganz abbremsen, Digga. Nee, war super smooth, war super smooth. Boah, das läuft wirklich smooth gerade, no joke. Ich bin ein bisschen stolz gerade. Ich hab ein bisschen Tränen im Auge gerade. Jetzt fahren wir hier links in den großen einmal. Ja, doch, weißt du. Ja. Da brauche ich gar nicht abbremsen. Da kann man doch mal ein bisschen Gas geben. Okay, halt mal Mitte. Ja, halt mal in der Mitte, auf Boss-Basis. Schön smooth für meine Jungs. Schön. Schön. Ich find's auch geil, wie Tim, dessen Auto das hier ist, da steht wie so wirklich so richtig wie so trauriges Kind da hinten. Wir sehen richtig traurig aus. Und ich verstehe es auch ein Stück weit. So, Handbremse ziehen, Gang raus. Und jetzt kannst du aussteigen. Bro, boah, was sick! Ehrlich, du hast eine ehrlich gute Lernkurve gehabt, Bro. Real talk. Und dann wieder so eine Daumenpause. Real talk, man muss wirklich sagen, ja, aber ist normal. Für erste Fahrstunde, Bro, no gut, joke, ja? War sehr solid. Also der Wagen hat gelitten, aber das ist normal. Also das passiert jedem. Digga, war stressig, Jungs, ich schwöre. War überstressig halt. Bruder, ich sag dir wirklich, für erste Fahrstunde war unfassbar solide. Maxi hat sich wirklich gut geschlagen. Also ich habe bei meiner ersten Fahrstunde damals weitaus mehr reingeschissen. Okay Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da. Schaut bei Kevin Acker auf der Platte vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Fahrstunde, ne? Wenn es wieder heißt.